Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Roboter in der Fertigung und Sie möchten diesen durch einen Roboter eines anderen Herstellers ersetzen, ohne dass Sie dabei viel Zeit verlieren und ohne dass dadurch sehr hohe Integrationskosten entstehen. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben eine alte Spritzgießmaschine, die Sie durch eine neue Spritzgießmaschine ersetzen wollen und Sie wollen das komplette Prozesswissen, das in den Prozessparametern der alten Spritzgießmaschine steckt, möglichst schnell und aufwandsminimal auf die neue Spritzgießmaschine und auf einen neuen Parametersatz übertragen. Diese Möglichkeiten haben wir heute nicht in der Produktion. Wenn Sie eine derartige Veränderung der Produktion vornehmen, dauert das meist sehr lange und es ist natürlich auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Woran liegt das? Wir trennen heute sehr stark die IT, also die Informationstechnologie, von der OT, also von ihrer Produktionstechnologie. Software ist fester Bestandteil in einzelnen physischen Systemen und diese Software kann nicht einfach ausgetauscht und verändert werden. Der Trend in der Produktion, in der Automatisierungstechnik geht aber klar in Richtung Virtualisierung. Das heißt, wir ziehen mehr und mehr Softwarelösungen aus den physischen Systemen, aus der Hardware heraus und damit schaffen wir die Grundlage dafür, dass das eigentliche Softwaresystem langlebiger ist als das Hardware-System. Sie kennen das von Ihrem Handy, wenn Sie sich ein neues Handy kaufen, dann ziehen Sie sehr schnell Ihre App-Landschaft und Ihre Benutzerdaten von Ihrem Altsystem auf das neue System um. Grundlage hierfür ist ein Betriebssystem beim Handy Android oder das Apple-Betriebssystem. In der Produktionstechnik, in der Produktion selbst, haben wir so etwas heute nicht. Unser Ziel ist es deswegen, ein Betriebssystem für die Produktion aufzubauen, das es uns ermöglicht, sicher Produktion zu betreiben auf der einen Seite, das Ganze aber auch in verteilten Infrastrukturen zu betreiben, das Ganze in einem offenen Ökosystem zu entwickeln und voranzutreiben und vor allen Dingen der Echtzeitfähigkeit, den Ansprüchen der Echtzeitfähigkeit der Produktion gerecht zu werden. Unter dem Namen FabOS, Fabrikbetriebssystem, werden wir dies erreichen und damit die Grundlage schaffen, dass Deutschland weiterhin technologisch souverän bleibt, dass Deutschland weiterhin und die deutschen Firmen gemeinsam in einem offenen Ökosystem diese Entwicklung vorantreiben können. Und wir werden damit die Basis schaffen, langfristig, insbesondere für die personalisierte Produktion, für die individualisierte Produktion, eine massive Kostenreduzierung zu erreichen und gleichzeitig die Flexibilität in der Automatisierung und der Produktion ebenfalls um Größenordnungen zu steigern. Die Durchgängigkeit und Verfügbarkeit von Daten ist für Trumpf eine zentrale Anforderung für das Produktionssystem von morgen. Nur so können Informationsquellen zusammengeführt werden und die Werkzeuge der künstlichen Intelligenz realen Nutzen erzeugen. Eine konkrete Anwendung ist unser Laservollautomat, der Teile aus Blechtafeln schneidet und selbstständig entnimmt. Mithilfe der künstlichen Intelligenz werten wir die Entnahmen aus und die Maschine kann selbstständig sich kontinuierlich verbessern. Auch in der Intralogistik hilft uns die künstliche Intelligenz, um Abläufe ganzheitlich zu optimieren. Indem wir Daten von Fertigungsaufträgen und die Bewegungsdaten unseres Track-and-Trace-Produktes zusammenführen, können wir gezielt Optimierungsstrategien ableiten. Wir sind überzeugt, dass wir als Technologiestandort Deutschland unseren Wettbewerbsvorteil gegenüber beispielsweise China nur durch solche digitalen Innovationen aufrechterhalten können. Hier wird FabOS einen wichtigen Beitrag leisten.